Den zweiten Tag in Folge hat die belgische Polizei in einem Brüsseler Park ein Treffen hunderter Menschen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln aufgelöst. Mit Wasserwerfern und Tränengas wurden am Abend die letzten größeren Gruppen aus dem Park gedrängt. Zuvor waren die Menschen per Lautsprecher aufgefordert worden, das Gelände zu verlassen. Einige warfen mit Flaschen und Pyrotechnik auf die Polizisten. Es gab Verletzte und mehrere Festnahmen. In Belgien dürfen sich derzeit nur Gruppen von 4 Menschen draußen treffen.